Das Huawei SZY300 war eines der beliebtesten Einsteiger-Smartphones des Jahres 2013. Mit dem SZY530 ist nun ein Nachfolger da. Ob das 120 Euro günstige Einsteigermodell aber bald mit der Mittelklasse konkurrieren kann und auf was man für einen derart niedrigen Preis verzichten muss, zeigen wir euch im Test. Das SZY530 ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Das schwarze Testexemplar besitzt ein Soft-Touch-Backcover, das abnehmbar und leicht geriffelt ist. Letzteres und weiche Rundungen haben zur Folge, dass das 9,6 mm flache Smartphone angenehm und sicher in der Hand liegt. Lediglich ist das Gewicht mit 152 Gramm etwas zu hoch. An der Verarbeitung gibt es nichts auszusetzen. Zum Preis von 120 Euro ein Smartphone auf den Markt zu bringen, das eine solch gute Haptik und exzellente Verarbeitung besitzt, ist eine Kunst, die nur wenige Hersteller beherrschen. Huawei gehört sicherlich dazu. Beim Design hat sich gegenüber dem Vorgänger einiges geändert. Das SZY530 sieht erwachsener und hochwertiger aus. Das Billig-Handy aus China-Image hat Huawei bereits vor einiger Zeit abgelegt. Mit dem Y530 zeigt man auch, dass man nicht immer das Design eines Konkurrenten kopieren muss. Im inaktiven Zustand unsichtbar informiert eine blinkende LED links neben dem Huawei-Schriftzug über verpasste Ereignisse. Wer bereits ein Smartphone besitzt, könnte sich über die Tastenanordnung wundern. Die Lautstärkewippe sowie der Ein- und Ausschalter befinden sich nämlich auf der linken Seite des Geräts, was allerdings nur reine Gewöhnungssache ist. Etwas besser hingegen hätte der Druckpunkt der Taster sein können. Huawei stattet das SZY530 mit einem 4,5 Zoll großen Display aus, das mit 480x854 Pixeln in FWVGA-Qualität auflöst. Das ist eine nur unwesentlich bessere Auflösung, als sie das Display des SZY300 hat. Da der Bildschirm des Vorgängers 1,5 Zoll kleiner ist, ist die Pixeldichte beim Y530 sogar geringer als die beim Y300. Aber ein HD-Display hätte auf dem Datenblatt und als Verkaufsargument zwar gut ausgesehen, zugleich aber den Preis nach oben getrieben. Und das unnötig, wie sich im Test herausstellte. Denn auch mit der vergleichsweise geringen Auflösung wird man ein hochauflösendes Display im Alltag kaum vermissen. Auch beim Prozessor spart Huawei und setzt auf eine Dual-Core-CPU mit 1,2 GHz Takton. Doch nicht nur der Qualcomm-Prozessor als Herz der verbauten Technik, auch die vergleichsweise geringen 512 MB Arbeitsspeicher bringen das SZY530 an einigen Stellen in Stocken. Das Wischen durch Homescreens geht noch flüssig von der Hand, das Speichern von geschossenen Fotos und das Durchwischen derer in der Galerie im Anschluss zwingt das Gerät schon mal in die Knie. Dateien wie Fotos, Videos und Musik nimmt der interne Speicher auf, der nur 4 GB klein ist. Nach Abzug von Android und Huawei's Benutzeroberfläche bleiben den Nutzern noch nicht einmal 2 GB übrig. Spiele wie Real Racing 3 lassen sich somit erst gar nicht installieren. Aber als Spielekonsole ist das Y530 ohnehin kaum zu gebrauchen. Kleine Spiele wie Quizduell, Candy Crush oder Paperama stellen aber kein Problem dar. Mit MicroSD-Karten bis 32 GB kann man das Datendepot aber immerhin aufstocken. In einem Benchmark-Test erreichte das Huawei SZY530 rund 12.000 Punkte und liegt damit auf dem Niveau eines Galaxy S2. Das Motorola Moto G, ein Konkurrent einer ähnlichen Klasse, kam im Test auf über 17.000 Punkte. An dieser Stelle erwähnen wir häufig, dass solche Benchmark-Tests in der Regel nicht unbedingt ein Kaufkriterium sein sollten, auch da einige Hersteller ihre Smartphones speziell dafür tunen. Beim SZY530 gibt die Zahl aber einen ganz guten Richtwert, wie schnell und sauber das Gerät tatsächlich läuft. Werden über die Zeit noch einige Apps mehr installiert und laufen teils im Hintergrund, wird das Y530 öfter mal in die Bredouille geraten und den Nutzer warten lassen. Die Sprachqualität ist mittelmäßig. Wenn man schon einmal mit jemandem im Ausland telefoniert hat, weiß man, wie sich der Gesprächspartner am SZY530 anhört, obwohl dieser sich in der gleichen Stadt befindet wie man selbst. Der Lautsprecher auf der Rückseite ist bei Telefonaten so leise wie bei manch anderem Smartphone die Hörmuschel bei voller Lautstärke.
Huawei stattet das Ascent Y530 mit zwei Kameras aus. Auf der Vorderseite befindet sich oberhalb des Displays eine VGA-Webcam. Auf der Rückseite befindet sich eine 5-Megapixel-Kamera. Für sporadische Schnappschüsse ist diese durchaus zu gebrauchen, allerdings sollte man nicht mehr erwarten. Helle Bereiche werden oft zu hell dargestellt und selbst bei besten Lichtbedingungen gesellt sich schon mal Farbrauschen hinzu. In Räumen mit wenig Licht ist es unumgänglich, den LED-Blitz hinzuzuschalten, wobei dann auch der Autofokus schon mal versagt. Alles in allem liefert die Kamera zwar keine Bestleistung ab, allerdings muss man auch beachten, dass man beim Ascent Y530 mit einem Einsteigermodell für rund 120 Euro zu tun hat. Wer lediglich für Instagram fotografiert und die Bilder eh mit Filtern überzieht, dem reicht die 5-Megapixel-Knipse allemal. Android in der Version 4.3 ist Huaweis Betriebssystem der Wahl. Hinzu kommt, dass die Chinesen auf eine eigene Nutzeroberfläche setzen. Diese beseitigt zum einen den App Drawer, sodass die Apps ähnlich wie bei iOS auf mehreren Homescreens hinterlegt werden. Zum anderen sieht die Nutzeroberfläche bereits getragen aus. Das bedeutet, die App- und Einstellungs-Icons wirken etwas altbacken. Jedoch sind Geschmäcker bekanntlich verschieden und die Funktionen erfüllen auch diese allemal. Ein Akku mit 1750 mAh Ladung soll dem Ascent Y530 als Energiespeicher dienen. Nach einem intensiven 8-stündigen Test, wie dieser genau aufgebaut ist, könnt ihr im Testbericht lesen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ließen sich 47 übrig gebliebene Prozent von der Akkuskala ablesen. Nach weiteren 14 Stunden im Standby verlor das Gerät 7% Ladung. Das sind recht ordentliche Werte. Wer bislang ein Handy sein eigen nannte und sich nun an den Smartphone-Markt herantasten möchte, ist mit dem 120 Euro günstigen Ascent Y530 ganz gut beraten. Das Display liefert, trotz der vergleichsweise geringen Auflösung, eine ordentliche Leistung ab. Auch mit der Kamera lassen sich Schnappschüsse machen, mehr aber auch nicht. Die Verarbeitung ist sehr gut. Zu bemängeln ist die Geschwindigkeit, mit der man sich durch Menüs und Apps bewegen muss. Der Prozessor und der geringe Arbeitsspeicher werden den einen oder anderen Nutzer nach einigen Wochen vermutlich auf die Palme bringen. Auch der interne Speicher ist mit knapp 2 GB sehr knapp bemessen. Ein großes Spiel wie Real Racing 3 lässt sich somit nicht installieren und etwas aufwendigere Games stürzen immer wieder ab. Ebenfalls Kritik erntet die unterdurchschnittliche Sprachqualität während Telefonaten. Als Freisprecheinrichtung ist das Gerät aufgrund des leisen Lautsprechers nicht zu benutzen. Bei Musikwiedergabe ist diese allerdings ziemlich laut.